Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs und gucken, dass wir hier die geborgene Person Maisie gesund kriegen. Da ist es jetzt der Stand der Dinge. Körper ist immer noch, Blutverlust ist schwer und Unterernährung trivial. Also wir brauchen was zu essen, das ist auch klar, aber das gilt nicht nur für die, sondern auch noch für andere. Hier wird allerdings weiter ausgebaut, da müssen wir noch weiter dran arbeiten. Und dann müssen wir die halt bekehren, dass die zu uns gehört. Ne? Wie ist denn mit Essen? Hat hier schon einer was geholt? Nee. Doch, hier war noch ein Busch, da ist schon was weg. Wer war denn derjenige, der das hier wegholen kann? Das war unmöglich. War es Page? Page war es, okay. Wenn ich das mache, dann holt die aber nicht alles hier weg, oder? Aber wir brauchen erst die Bären, das ist wichtig. Page, lauf mal nach da oben und dann müssen wir gleich weiter gucken. Hier war die Klimaanlage, die da noch reingebaut werden muss, die wir gestoppt haben. Machen wir das mal wieder frei, dann. Nee, da muss erst die Mauer gebaut werden, ne? Nee, dann macht das mal nicht. Aber Page ist hier oben jetzt, dann können wir gleich gucken, dass die alles aberntet, oder? Aber ja, die rennt nämlich jetzt wieder runter. Lauf jetzt nicht so weit weg, sondern hol jetzt einmal das Essen hier komplett. Ah, die lässt natürlich das Essen auch da liegen, ne? Und wer kommt und isst? Der Hund. Oh. Oh, ihr guckt mal schnell noch das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm, ne? So, jetzt sieht er vollgefressen mit blauer Schnauze, läuft er da weg. Und jetzt müssen wir hier nur. Das müssen wir mal hier priorisieren. Also, okay. Ah, da kommt aber jemand anderes und holt auch noch die Bären. Gut, dann klappt das ja wenigstens. So, und dann müssen wir definitiv hier Essen machen, ne? Wie sieht es hier mit der Verletzung aus? Ist das schon ein bisschen besser geworden? Oh, jetzt nur noch Blutverlustmittel. Das heißt, die wird wahrscheinlich überleben, ne? Stich, Schnitt und Stich. Ja. Was ist hier beste mögliche Medizin-Number? Ja, und Essen ist auch üppig. Dann wird das schon klappen. Gut, hier machen wir zu. Gekocht wird. Man hört es brutzeln. Das ist schon mal gut. Was passiert hier? Die Jägerin macht was? Jetzt kann man hier was ernten? Nee, ne? Ach, die spielt hier Hufeisen, entspannt sich, das ist gut. Aber hier, wie ist es mit dem Essen? 62% gewachsen. Okay, und hier ist es 46% gewachsen. Ja, das wird noch knapp, ne? Wenig Nahrung. Ja, das ist uns schon bekannt, dass wir wenig Nahrung haben. Da sagt ihr uns nichts Neues. Sie kann hier noch was zu essen holen. Nicht die Maus oder der Hase, sondern. Priorisieren. Dann können wir die beiden Büsche auch noch holen. Ach, hier sind sogar noch ein paar mehr. Was ist das hier? Überlebensration. Na super. Drei Stück hier und keiner hat sie gesehen. Aber wir hätten vielleicht auch das irgendwo die ganze Karte vielleicht mit was freigeben können, wenn, ne? Aber irgendwie. Priorisieren wir das mal. Ne, das war jetzt so. Priorisieren wir das wegtragen. Und sie. Oh, Page. Komm hier noch den Busch auch noch erst aufpflücken, bevor du wieder wegläufst. So, die beiden holen jetzt das Essen da hinten weg, oder? Die beiden. Und sie pflückt das da ab. Page kann dann aber auch das hier jetzt erstmal mitnehmen. Und danach bitte auch das wegnehmen. Genau. Das hat sie ja schon gemacht. Oh, hier müssen wir aufpassen, ne? Da ist Böses drin, bestimmt. Okay, da wurde jetzt eingesammelt. Und Page kann jetzt definitiv eigentlich hier auch. Hä? Geht nicht? Ach, da. Doch, da müsste gehen. Was ist das denn hier? Schiffsteil, okay. Das können wir bestimmt gebrauchen, oder? Page sollte hier noch was zu essen rausholen. Ah, die sind wahrscheinlich noch nicht fertig gewachsen, ne? Kann das sein? Es wird auf jeden Fall, wurde auf jeden Fall gerade gebrutzelt, das ist gut. Und sie hier? Körper ist noch mittel, okay. Ruht sich auf jeden Fall aus. Und er ist schon wieder hier am Arbeiten, ne? Darum kann das doch mal hier. Kann Uran nicht wegtragen. Kein Lagerplatz verfügbar. Wir haben hier Uran. Krass.
Das heißt, wir brauchen mehr Lagerplatz. Unser Dingens ist zu klein hier, ne? Da sind auch ganz viele Steine dran. Die sollten. Ach ne, ist Stahl. Ich dachte, es wären Steine, sind nicht mehr Steine. Hier ist auch noch Stahl oder was? Wow. Da haben wir ja reichlich, wa? Warte mal, wir müssen eine Mauer bauen, damit wir hier den Raum auch fertig kriegen wegen Kühlung und so. Struktur. Wand. Wand aus Stahl, aus Silber, aus Uran können wir auch eine Wand bauen. Aber wir müssten eine Wand aus... Haben wir kein Dingens? Doch, das ist doch hier ein Steinmetztisch, ne? Genau, Aufgaben. Beliebige Steinblöcke herstellen. Ja, warum macht das keiner? Details. Warum kriegt das keiner hin hier? Arbeitsgeschwindigkeit ist zwar nur 90%, aber wer kann denn jetzt hier mal an der Dingens hier Steinfront was machen? Was haben wir denn hier? Wie das nächste. Tastenkürzel KP. Du erreichst denselben Effekt, wenn du noch einmal langsam auf dasselbe Feld klickst. Ist das damit gemeint? Nein, ne? Aufgaben haben wir jetzt hier. Stoppen. Zwischenablage kopieren, Aufgabe hinzufügen. Ja, wir haben das Zeug alles hier, ne? Wiederhole x-mal. Das ist beliebige Steinblöcke herstellen. Dann kann ich dieses hier mal rauslöschen. Weil das mit den 10-mal funktioniert ja vielleicht besser wie das mit den anderen, oder? Aber wissen tun wir das auch nicht, ne? So, was steht hier? Wenig Nahrung. Du hast gefährlich wenig Nahrung auf Lager. Mit dem Nahrungsmittel im Lager kannst du den Ernährungsbalken dreimal komplett füllen. Aktuell sind 4 Personen, Kolonisten oder lang auf Nahrung angewiesen. Die Nahrung sind noch für 0 Tage. Okay. Ja, wie viele Tage braucht das denn hier noch? 69. Das sind jetzt eben, glaube ich, 62. Vielleicht sollten wir bei denen mal hier das Essen von üppig auf einfach stellen. Oder auf lecker. Und dann er hier auch auf lecker. Wir machen erstmal eine Stufe runter, ne? Und hier machen wir 2 Stufen runter auf einfach. Risiko eines leichten Zusammenbruchs. Wenig Nahrung. Ja, das wissen wir schon. Ist das hier? Überlebensration. Ich hoffe, der Hund isst die nicht. Es ist Nacht. Wir schlafen schneller, oder wie war das? Der Hund geht auch mal schlafen, oder geht er nicht schlafen? Ah, jetzt geht er auch schlafen. Gut. Der Mond wandert. Man sieht die Steine. Die Schatten an den Steinen. So eine Nacht nach uns. Ich glaube, jetzt wird es wieder hell, oder? Aber das hat mich jetzt hier irritiert, weil da wenig Nahrung steht, ne? Jetzt wird es hell. Sie geht was zu essen sich nehmen, das ist schon mal gut. Haben wir denn noch mehr Rationen? Nicht wirklich, ne? Ach so, wir wollten da auch noch vielleicht eine Wand mal bauen, ne? So, die war schon ausgewählt. Wand aus Holz. Ne, ich wollte eigentlich Wand aus Stein. Wo kriege ich die denn weg? Abreißen. Oh, ich glaube, jetzt wird erst der Stein gemacht. Deswegen können wir auch keine Wand aus Stein machen, weil wir nichts Material dafür haben. Wie sieht es hier körperlich aus? Ah, nur noch leichter Blutverlust. Dann sieht das ja so aus, als ob wir die durchkriegen, ne? Ja. Aber das mit dem Essen wäre ja noch wichtig, dass wir noch irgendwo ein paar Büsche hätten, ne? Ach, hier. Bärenbusch. Kann sie? Geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Hier sind noch 2 Büsche. Geht nicht. Da sind auch noch Büsche. Geht wohl auch nicht. Ist das? Angeisier, ne? Ne, Granit.
Okay. Geht nicht. Was ist das? Tote Schildkröte. Haben wir das schon domestiziert? Hase, Alter 2, gesund. Irgendwie bereit zum Ernten. Aber ich kann es nicht. Achso, wir müssen vielleicht erstmal Ernten auswählen und dann können wir der Person sagen, dass sie das ernten soll. Ach, es ist nur einer zum Ernten. Na dann. Wo ist die denn jetzt am Rumlaufen? Achso, wir sind südlich vom Lager, alles klar. Und sie ist nordöstlich oder was? Noch besser. Hier ist noch was zum Ernten vielleicht. Ne, Wachstumsrate. Dann Befehle ernten. So, wollen wir hoffen, dass da auch einer hingeht dann. Aber eigentlich müssten wir das so machen, dass wir einen schicken, weil das macht anders keinen Sinn. Weil sonst erntet die das nie, ne? Oh, hier ist noch Stahl, der gesperrt ist. Warte mal, wo war das? Befehle. Und Marke, ob du als erlaubt, wenn sie mit diesem Objekt interagieren. Ich muss. Das kann man aber irgendwo komplett für die Karte freigeben, ne? Aber wo war das? Schnee räumen, okay. Nee, ich will jetzt keinen Schnee. Ja, weiß ich jetzt gar nicht gerade. Okay, das heißt, es müsste eigentlich hier sein, ne? Das ist der Verbieten-Button und dann muss man irgendwo noch was drücken für die ganze Karte oder sowas. Bauwerk streichen, Boden streichen. Nee, das will ich alles gerade nicht machen. Gut, aber das werde ich ja für die nächste Folge dann rausfinden, ne? Sagen wir es mal so. So, ich habe jetzt eben ja mitgekriegt, dass da einer Steine geklopft hat, ne? Jetzt brauchen wir hier Wände. Aus Granit. Da bitte hinsetzen. Das macht unser Verletzter. Ja, ist bald schon voll gesund. Kriegt jetzt auch gerade was zu essen wohl. Wird gefüttert. Schmerzen sind Mittel. Bewusstsein ist gut. Sieht erstmal gut aus, oder? Ja, müssen wir mal abwarten, wie das weitergeht. Was wird hier gerade durch die Gegend getragen? Kann mir das einer erzählen? Was ist das? Granit. Ach, hier ist ein Lager für Granitblöcke. Ah, jetzt kommen wir hinter. Kann man hier die Prio mal höher setzen? Ja, war irgendwo, ne? Ist aber noch nichts gebaut, ne? Wand aus Granit. Doch, ist gebaut, oder? Ne, ist Baustelle, alles klar. Retron. Priorisieren unmöglich, nicht für Bauen zu. Ah, da ist jetzt schon der Feli. Und wenn Feli das gebaut hat, dann können wir hier definitiv auch das bauen, ne? Weil dann kriegen wir eine Vorratskammer. So, und das kann hier priorisiert weggetragen werden, oder? Ach, der Stahl hat auch schon keinen Lagerplatz mehr. Na, super. Architektur, Zone, Lagerzone. Komm, machen wir noch einen Streifen daneben, oder? Und wir können auch noch einen Streifen nach unten machen. So, Lagerzone erweitert, glaube ich.
Und da ist ja alles drin, ne? Außer Brocken, Pflanzen, Lärchen. Oh, was da alles drin ist. Okay, Überfall, Todesplünderer. Ne, Totzplünderer. Zum Ort sprengen. Wie viel sind's denn? Einer. Ja, dann haben wir jetzt einen neuen Freund, ne? Ich würde sagen, um den kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Wir haben aber leider kein Lager, kein Bett mehr frei. Oder wir brauchen nur ein zweites hinstellen, dann können die Gefangene dabei da zusammen drin sein. Kann das sein? Geht das? Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.